zusammen mit der Vorstellung, wir haben jetzt die Stelle Leiter der PE Mitte. Es ist so viel über Sicherheit schon gesprochen worden, dass man ganz mal übrig bleibt. Es ist nur meine Bitte an die Schreibenden und Journalisten und jedem, dass sie diese Sicherheitsaspekte auch bringen, bitte. Das ist in Form doch ganz wichtig, dass Leute sich vorbereiten können. Mal ganz kurz, Herr Wurm hat es schon angesprochen. Wir haben in Augsburg das schönste schwäbische Volksfest mit der Polizei und für Sonders eines der sichersten. Und da greifen wir ja auch auf eine große Erfahrung zurück und können eine sehr gute Bilanz vorweisen. Insofern liegt es nahe, dass wir auf die bewährten Sicherheitskonzepte zurückgreifen, auf die bewährten Vorbesprechungen, die wir alle gemacht haben, abgestimmt haben, gegenseitig auch. Von daher bin ich sicher, dass wir dieses Jahr wieder ein sehr gutes Sicherheitsniveau auf dem Terrain hinkriegen werden. Jetzt ganz kurz, das Konzept ist also angesprochen worden. Kann man auf ein paar wesentliche Sachen reduzieren, denke ich. Es wird wie immer sein, wir werden Taschenkontrollen durchführen. Hier natürlich auch die Bitte, den Herrn Kaufmann, den Appell, den er gerade losgebracht hat, bitte vielleicht öffentlich sehen, dass Sie von Taschen daheim bleiben, große Taschen daheim bleiben, nichts Gefährliches mitgenommen wird. Es wäre uns ganz wichtig, wenn Taschenkontrollen einfach und schneller durchgeführt werden. Wir bauen natürlich wieder auf eine Art technischen Einfahrschutz, der durch Sperren gewährleistet werden wird. Wir werden natürlich auch schauen, dafür sorgen, dass die Rettungsdienste mal reinfahren können schnell, aber wir werden dafür sorgen, dass Fahrzeuge, die nicht rein können, auch schnell reinfahren können. Wir bauen natürlich wieder auf eine deutliche Präsenz. Die Blätterwache in der alten Form ist natürlich besetzt, natürlich, wenn man sagt, aus unserem Team natürlich. Und wir werden natürlich auch durch die Fußstreifen wieder präsent und ansprechbar sein für Bürger, für Gäste, die Probleme haben. Ganz kurz noch dazu, Blätterumzug, dass wir so auch hier deutlich präsent sein werden. Und hier wird es auch dort zur Verkehrsbehinderung kommen. Das ist auch ein wichtiges Thema der Vorbereitung. Die Bürgerinnen und Bürger werden sich auch einstellen müssen, dass in der Zeit des Umzuges im Vorfeld kurz danach auch noch zur deutlichen Behinderung kommen wird. Das lässt sich in der Weise leider nicht vermeiden. Ansonsten angesprochen ist auch das Projekt Wo ist die Lisa? Projekt, das wir zum ersten Mal dort eingesetzt hatten in den Augsburger Sommernächten. Ich finde ein sehr interessantes und sehr gutes Projekt im Vorfeld der Schwerdämmung, die Polizei ruft. Wir haben einen wichtigen Zusammenhang, dass wenn solche bekannt wird, die Betroffenen auch sich trauen, die Polizei zu rufen. Das haben wir wieder festgestellt, wenn solche Fälle auftreten, dass die Geschädigten auf verschiedensten Gründen warten mit der Verständigung der Polizei. Das besetzt uns eine sehr schlechte Nachricht, weil wir meistens wenig Hinweise haben und den Tatverdächtigen wechseln. Also immer bitte, sollten Fälle passieren, bitte ermutigen Sie durch Ihre Beiträge in den Medien, den Bürgerinnen und Bürgern schnell und sofort die Polizei zu rufen. Auch schon in der Schwelle, wo sie nicht sicher sind. Lieber einmal zu viel Polizei oder einmal als zu wenig. Das ist eine Frage. Genau.